Hat ja gerade auch einen extremen Hype hier, das Ding. Also ist auf jeden Fall auch eine Nummer, falls ihr Geld über habt und investieren wollt. Ich muss Orange Club sagen, weil Orange Club in Mannheim ist und Mannheim ist Mannheim, weil Mannheim Mannheim ist, weil wir sind ja schon in Mannheim. Und dann vielleicht nie die Zahlen bekommt, die er vielleicht bekommen hätte, wenn er seine Fresse gehalten hätte. Aber dann scheiße ich auch drauf, Bruder. Weil so eine Karriere will ich nicht haben. Eine heuchlerische Karriere, wo ich mich selbst verarsche, um nach oben zu kommen, brauche ich nicht, Bruder. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club und ich. Digga, ich bin heute Morgen wieder ausgerastet, Bro. Ich bin da gestern auch, bevor, nachdem ich live war, bin ich gestern auch einfach da an die Baustelle gegangen und hab dem Kollegen gesagt, dass er bitte aufhören möchte, ja. Ja, ich habe dann auch mit dem Kondoleiter, also mit dem Building Manager hier geredet und so. Es ist echt unfassbar, Digga. Also morgens teilweise, die fangen um 9 Uhr an mit so einem fetten Pressluftgerät an einem Bagger dran und es ist so laut, Bruder. Ich hab fast geweint, Digga. Also ich war so, was willst du machen, Bro? Was willst du machen, Digga? Die ganze Nacht erstmal die Klimaanlage, das freut mich eh. Und dann wachst du auf und kriegst direkt so einen Presslufthammer gegen den Kopf, Bro. Hol dir Ohrstöpsel, Bro. Ich schlaf sogar mit Ohrstöpsel, weißt du? Ich will nicht auch noch den ganzen Tag mit Ohrstöpsel rumlaufen. Nee. Nee. Aber ja, Bro, was willst du machen? Ich bin jetzt gerade schon am Gucken nach einer neuen Unterkunft. Hab jetzt zwei, drei Leute angeschrieben. Hab auch bei Facebook Marketplace schon mal reingeschaut und so. Es gibt ein paar Optionen. Mal schauen. Also wenn alles gut läuft, kriege ich vielleicht eine geile Option noch. Aber ich zahle halt extrem wenig Miete und sowas nochmal in Tulum zu finden, schwer. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass jetzt im Juli, August nochmal so eine kleine Saison kommt wegen Sommerferien. Die eigentliche Saison ist aber im Dezember. Bis dahin werden die hier durcharbeiten und auch an anderen Stellen in Tulum. Also wir haben halt gerade extrem viele Baustellen hier, weil das Ding halt gerade noch größer wird. Hat ja gerade auch einen extremen Hype hier, das Ding. Und ich glaube, es wird auch in den nächsten Jahren noch viel mehr werden. Also ist auf jeden Fall auch eine Nummer, falls ihr Geld über habt und investieren wollt, kommt hierher und zieht euch ein Kondo, Digga. Sage ich euch Hand aufs Herz. Auf jeden Fall wird sich das mit den Constructions noch ein bisschen ziehen. Ich bin gespannt, Digga. Ich saß dann am Ende, saß ich einfach nur noch da, hab gesagt, scheiß drauf, Bro. Sogar mein Kopf tut weh, meine Augen tun weh. Ich spüre auch die Vibration, also das Haus vibriert auch mit, so, weißt du? Digga. Egal, ich komme einfach damit klar, weil was bringt rumheulen, bringt auch nichts. Wenn ich rausgehe, habe ich Sonne, Paradies und Strand, deswegen alles cool. Yes, Hasrau 96, Glückwunsch zu über 100.000 Streams. Ich küsse dein Herz, Alter. Yes, Leute, wir haben es geschafft, Digga. Wir haben den ersten Song auf Spotify mit über 100.000 Streams. Und zwar Highest im Club nach 3 Wochen hat die 100.000 geknackt, Digga. Wow. Also mich persönlich macht es extrem stolz, Bro. Ich habe jetzt 3 Lieder rausgehauen. Das ist jetzt der 3. Song. Der ist nach 3 Wochen jetzt schon mit 100.000 Streams. Ohne Support aus der Szene. Ohne Playlisting und so einen Scheiß, Digga. Ohne irgendwie, keine Ahnung, das, was man braucht, um in die krassen Playlisten reinzukommen. So Modus Mio etc. Ohne das alles haben wir es einfach geschafft, 100.000 zu knacken, Bruder. Und das ist krass. Also ich danke euch allen für jeden Support, für jeden einzelnen Stream, für jeden einzelnen Klick. Ich küsse euer Herz. Danke. Wirklich danke so. Ich will einfach nur Danke sagen. Für jeden Einzelnen, der so da ist und meine Sachen sich anhört, reinzieht, Klicks da lässt, positive Kommentare da lässt. So. Ich küsse euer Herz, Mann. Dankeschön. Yeah. YouTube macht Auge. Ja, klar, Bro. Ja. Bro, wenn ich Highest im Club suche, kommt das Video nicht. Ja, Bro. Ja, das ist der Shadow Ban, Alter. Den habe ich mir halt so, den habe ich halt bekommen, dadurch, dass ich mal ein politisches Statement abgegeben habe, so. Und das wird auch wahrscheinlich bleiben. Und es ist traurig, Bruder. Also es ist echt schade. Also es ist, da weiter motiviert zu bleiben, weiterzumachen und weiter zu pushen. Ich bin froh, dass ich so ein Typ bin, der niemals aufgibt, Digga. Also wenn ich so eine leichte Aufgebermentalität hätte oder irgendwie schwach wäre, so, dann hätte ich schon öfters den Kopf in den Sand gesteckt, so. Wenn du merkst einfach, dass dein Content nicht mehr angezeigt wird, der ist nicht kontrovers oder so, das ist einfach ganz normaler Content, der wird einfach nicht mehr angezeigt, weil du mal deine Meinung politisch abgegeben hast, so. Und das ist dann irgendwie Freiheit. Das hat für mich auch nichts mehr mit Freiheit zu tun, weißt du? Also die Leute, die mich finden würden, finden mich jetzt nicht mehr, weil ich einmal meine Meinung zu einem Thema gesagt habe, so.
das ist traurig, Digga. Das nimmt einen auch mit und das fuckt einen auch ab und es zieht einen auch runter, weil du immer denkst so, ey, fuck, Bro, Alter. Weißt du, man hat dann auch Hoffnung, man denkt so, ey, nee, vielleicht geht's doch wieder auf und vielleicht ist doch nicht so. Und dann siehst du halt, kommt ein Video raus, Bro. Und wir wissen alle, also ich weiß ganz genau, hätte ich dieses Musikvideo vor meinem Shitstorm rausgehauen, beziehungsweise vor meinem politischen Statement rausgehauen, wäre das durch die Decke geknallt mit Millionen Views wahrscheinlich jetzt schon, Digga. So. Wenn es zu dem Zeitpunkt rausgekommen wäre, wo ich einfach ganz normal zum Beispiel Comments Café gemacht habe oder Straßenumfragen so. Und allein nur aus dem Grund, weil ich meine Meinung abgegeben habe, kommen meine Sachen jetzt nicht mehr an, Digga. Das demotiviert auf jeden Fall, aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen, Bro. Also ich mache halt einfach weiter, Digga, was soll ich dir sagen? So. Da bin ich halt der Typ, der jetzt im Shadowban drin ist, der von sehr vielen Leuten nicht gemocht wird, weil er mal seine Meinung abgegeben hat so und jetzt halt versucht oder einfach halt weitermacht so und dann vielleicht nie die Zahlen bekommt, die er vielleicht bekommen hätte, wenn er seine Fresse gehalten hätte, aber dann scheiße ich auch drauf, Bruder. Weil ich bin echt so. Ich sag immer das, was ich auf dem Herzen habe und wenn das dann meine Karriere kaputt macht, Bro, dann scheiße ich drauf, Digga. Dann scheiße ich auf die Karriere auch, weißt du, wie ich meine so? Weil so eine Karriere will ich nicht haben. Eine heuchlerische Karriere, wo ich mich selbst verarsche, um nach oben zu kommen, brauche ich nicht, Bruder. Dann verdiene ich lieber 2.000, 3.000 Euro mit keinem Hype in euren Worten so und mach mein Ding einfach so, Bro. Weißt du so? Kein Bock, Digga. Ich werde mich nicht biegen und brechen nur für Klicks, Likes, Streams und so einen Scheiß, Bro. Und es, ja. Yes, Twitch it live, Jerome ist auch da, 297011, ich küsse dein Herz, Bro. Was cracking, Alter? Natrix oder Orange Club, was war nicer? Uff. Bruder, hör auf, Digga, Mo Dadash. Puh, oh, Digga, da stellst du mir eine Frage, Bruder. Natrix oder, ja, Orange, ich muss Orange Club sagen, weil Orange Club in Mannheim ist und Mannheim ist Mannheim, weil Mannheim Mannheim ist, weil wir sind ja schon in Mannheim. Also 6-8, dabei ist alles, Wald dabei ist alles. Orange Club, Bro. Aber Natrix, Digga, hat auch eine Zeit lang richtig wilde Filme geschoben, so. Die waren teilweise, also wo die da die Namen tausendmal geändert haben, Crystal Club und Catwalk und so, da haben die tausend Stars geholt, Diggi. Nelly, Method Man, habe ich da live gesehen, was weiß ich nicht alles. Nelly haben die sogar einen Fake-Double dahin gepackt und da gab's voll den Stress, Digga, Leute haben Flaschen geschmissen und so, das war voll krass. Also die Action, die ich im Natrix erlebt habe, die Action an sich, Digga, die war schon heftiger, obwohl ich nicht so oft da war. Also was wir da erlebt haben, Bruder, Bro. Ich glaube, ich habe alles, was man so durchmachen kann, clubmäßig, also von Schlägerei bis mit Drogen erwischt, bis, also alles, was man erleben kann, habe ich im Natrix erlebt, teilweise an einem Abend, Bruder. Also das war wirklich ein kranker Club, da hat sich echt Gott und die Welt getroffen, so. Dadurch, dass auch in Darmstadt war, sind halt viele Leute aus unserer Gegend, so aus Mannheim, dies, das gekommen und dann aber auch viele aus Frankfurt und so, sehr viele aus Stuttgart, aber auch so aus anderen Städten in Deutschland. War schon krass, Digga. Wann kommt wieder ein Vlog? Oh, ich glaube, ich lasse jetzt erstmal wieder ein paar Tage die Vlogs sein. Ich will nicht jeden Tag hier einen Vlog machen, weil es passiert jetzt gerade auch nicht so viel. Ich fokussiere mich gerade wirklich jeden Tag live zu gehen, ein Video zu schneiden, das rauszuhauen, danach zum Sport zu gehen, abends Musik zu machen. Ich will wieder mehr Songs machen jetzt. Ich muss auf jeden Fall wieder mehr Musik machen. Ich mache weniger Instagram-Story jetzt wieder. Das zieht mich runter. Ich mache auch, ja, ich werde demnächst mal wieder einen Vlog machen. Anstatt eine Story zu machen, mache ich einen Vlog lieber. Ich habe gemerkt, wenn ich zu viel auf Instagram unterwegs bin, das prägt mich negativ, Digga. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club.